Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode, Superhelden-Modus diesmal. Das heißt, wir kriegen extra Legion-Spell. Wir gehen mal als Champion rein. Champion ist nicht Welcome schlecht. to Nova. So, wir können ja mal gucken. Zauberer gibt's. Fähigkeitsschaden. Hast du Fähigkeitsschaden? Bestimmt. Ja. Sehr gut. So, gute Tanks sind auf jeden Fall dabei. Ich glaube, ich nehme ihn noch mit. Statt den Wölfen. Hab ich zwar keinen Stichschaden, aber das reicht mir schon. Das heißt, wir machen die Priesterin zum Champion und geben ihr dann den Zauberer noch dazu. Wir könnten erstmal starten mit einer Yozora. Das ist immer ein guter Plan. Machen wir. Yozora Start. Klingt doch schon mal nicht gut. Nicht verkehrt. Nicht gut. Oh, er hat sofort diesen Goblin-Copter aufgewertet. Der ist schon nicht schlecht. Okay. Oh. Blutmondkatze. Sehr gut. Das heißt, wir bauen dann auf jeden Fall auf die Priesterin auf. Wir könnten hier davor auf jeden Fall Atome noch stellen. Das geht voll klar. Golem hin. Und den Ochsen. Links und rechts dann die Wurzelquallen. Ja, klingt gut. Neuer Worker mit rein auf jeden Fall. Oh, der hat durchgelassen. Ist das meiner? Ja, ist meiner. Ja, ich habe geblockt, gar kein Problem. Ich habe ja schließlich auch die Yozora stehen. So, ich werte den auf und mehr mache ich nicht. Das reicht vollkommen aus. Aber wir sparen uns den Champion erstmal auf. Also man kann wohl auch sehen, welche Spells dann zur Auswahl stehen. Von denen hier. Ist halt gar nicht schlecht, ne? Das ist gut für Yozora. Das ist gut für den Ochsen. Magier wäre gut für die Priesterin. Genau wie das. Ja, mal schauen. Ich glaube, es wird so eine spontane Entscheidung eher als irgendwas anderes. Golem. Das steht fest. Ich könnte hier eine Priesterin hinstellen und rundum noch mal aufbauen. Wenn ich die mehr zum Magier machen will oder dann das andere. Zauberer. Zauberer und Magier. Aber wenn die sich stacken, das wäre überkrass. So Fähigkeitsschaden einfach nochmal erhöht.
Das schon 55% mehr und dann einfach nochmal. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Da fliegen so ein paar von den Vögeln vorbei. Der Manorus wäre noch geil. Damit meine Priesterin noch mehr healen kann und noch schneller ihre Fähigkeiten rauskriegt. Wir machen das so. Schon lieber ein Worker mehr. Bauen wir die Kino noch ein bisschen auf. Priesterin ist auf jeden Fall mega fett. Ja. Pack ich auf jeden Fall noch einen Worker rein. Aber er hat gut geschickt, 100. Ich habe nur 60. Oh, der kommt durch. Hier geht's lang. Hätte ich nicht gedacht. 100 war echt überraschend so. Hätte man 40 geschickt. So, Wurzelquallen. Die können wir schon mal hier hinpacken. Ich könnte so eine Frontline aufbauen mit denen. Also klar, die schießen dann später und stehen hinten, aber ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Da Stichschaden gar nicht habe, muss ich jetzt auf die Wurzelquallen dann setzen für die nächsten beiden Waves. Das steht fest. Da bin ich noch nicht so stark. Abgewehrt, sehr gut. Ich weiß auch noch nicht, wann ich rollen möchte. Die Konstellation gefällt mir an sich sehr gut, die ich habe. Oh, es war aber knapp. Gerade so einer noch gestanden. So, Wurzelqualität wird aufgewertet. Oh, wir haben den Magier bekommen. Das heißt, hier die Priesterin platzieren. Hier vorne. Wahrscheinlich. Priesterin hier vorne platzieren, dann rundherum noch ein paar Atome. Ja. Kann auch mehrere Priester bauen. So drei Stück vorne ein, an die Seite noch. Und vorne noch mal Atome hin. Ja, die sind günstig. Kann man machen. Erstmal ein Worker. Katze heilt sich hoch. Oh. Doch, hat genug Power gehabt. So, nächste Wurzelqualle. Wir können hier drüben schon mal den Split aufbauen. Zwei Worker rein. Dann sollte das klar gehen. Dann kann ich auch immer noch gucken, wenn ich die Priesterin hier stehen habe, was ich hier drüben hinbaue.
damit die eben nicht gefokust wird. Also mir das ein bisschen sich aufteilt. Hätte wahrscheinlich viel Sinn gemacht, wenn ich mit ihr gestartet hätte. Weil so komme ich jetzt kaum dazu, die hinzustellen. Höchstens nach der 10 dann. Oder kann ich mir den Roller auch erstmal noch sparen? Alles ein bisschen extra Geld. Wir könnten den Mudman aufwerten. Aber ich glaube, ich mache das so. Und ich soll noch zwei Walker rein. 10 wird nochmal hart. Auf 10 muss ich dann meine Mudmans verstärken. Sonst schaffe ich das nicht. Weil wirklich viel Schaden habe ich jetzt erstmal nicht. Dicke Tanks, ja, aber Schaden fehlt mir. Ja, wir können da locker noch einen mitnehmen. Machen wir. Einen nehmen wir noch mit. So, Mudmans verstärken. Und weiter die Tankline aufbauen. Ja, eine Yosora nochmal. Die können wir auch hier drüben hinstellen. Dann lassen wir die Mudmans härter werden. Na, die haben nicht so viel Reichweite, ne? Ich platziere schon mal eins. Ich platziere schon mal einen hin. Eins von den Atomen. Die anderen sind mir natürlich jetzt von der Stärke her weit voraus, weil die ganzen Buffs mitnehmen. Ich meine, hier, die fangen jetzt hier gleich an mit der Burg mehr Geld zu kriegen. Und ich habe noch nicht mal meine Priesterin platziert. Yes, my lord. Aber das kommt jetzt. Wird hingestellt, kriegt sofort Buffs rein. Hammermäßig. Zack. Priesterin hin. Wir nehmen den Zauberer mit. Zauberer rein. Magier rein. Champion rein. Krass. Die ist so schon übelst groß. Da kann man nichts sagen. Die ist jetzt schon mega groß und ich habe nicht mal die Wüstenpilger. Die hat einfach alle Buffs mitgenommen. Ich glaube, auf 16 kriegt man nochmal einen extra Buff. Also einen extra Legion Spell. Nächste Runde muss ich die Mudmans verstärken. Also ich könnte. Ich muss nicht unbedingt, aber ich könnte. Ich werde einfach hier den aufwerten und den Rest im Worker packen. Ich muss ein bisschen Worker aufholen. Das ist wichtig. Jetzt habe ich hier eine mega starke Priesterin. Die macht hier alles weg.
Das ist schon krass. Das können wir an sich alles in Worker reinpushen. Weil die Priesterin wird so viel aushalten. Und so viel Schaden austeilen. Da kann ich kaum noch verkacken. Jetzt könnte man hier so raufwerfen. Das klingt gut. Ja, ne, wir holen noch einen Worker. So, klingt maximal. So, die nächste Wave ist natürlich dann hart. Aber sonst sieht es echt gut aus. Ah, die wird mega fett. So, ich muss hier mal gucken. Vielleicht kann ich den ein bisschen ärgern. Bisschen magischer Schaden rein. Nächste Wave. Aufprallschaden. Aufprallschaden hauptsächlich und ein bisschen magischen Schaden für die Frontline. Magischer Schaden ist da, das heißt, wir machen einfach. Wir schicken einfach Kanoniere rein. Um den dann vielleicht ein bisschen zu ärgern. Könnt doch mal eine Blut schicken, vielleicht. Ist nicht schlecht. So, jetzt werden wir hier aufrüsten. Zack. Sieht doch schon sehr gut aus. Oh, der eine hat schon 61. So, ich werde die Runde verstärken, weil ich habe die Runde nicht so viel zu bieten. Nächste Runde sieht es dann schon anders aus. Turtle mit rein vielleicht noch. 580. Ja, hat genau gesehen, dass ich die Wave schwach bin. Und hat alles reingeschickt, was er hatte. Oh, bei mir sieht es aber auch gut aus. Millennium steht noch. Ja, das schaffe ich nicht. Aber eng. Es war knapp. Ja, wir haben einfach ganz viele Dinos rein. So, jetzt können wir sie einfach noch mal verstärken. Das wird krass. Das wird krass. Die andere auch noch verstärken? Ja, wieso nicht? Worker liege ich aber ganz schön zurück. Junge, Junge, Junge. Oh, wir haben eine Kanonierin rein. Nächste Wave ist, glaube ich, stärker. Wenn ich nächste Wave mit reinhaue, ist es stärker. Ja, easy. Oh, ein Gold fehlt mir. Oh, knapp. Schade. Was haben wir denn? Eisige Berührung. Auf sie. Ist das nochmal besser?
So, Stich haben wir nicht. Das heißt, wir werten die auf. Wir könnten auch hier mal noch einen Ochsen reinknallen. Ja, dann werte ich ihn noch auf. Ja. So, ich roll mal. Keine Mana-Rösser. Ochse brauche ich nicht mehr. Hab ich beide platziert. Ja, wir machen dann noch eine Runde. Könnten noch natürliche Verteidigung dazu packen. Das wäre noch gut. Und ein Tor vielleicht noch. Ja, ich bin raus. Da haben wir genug. Ich glaube, eine kann ich noch platzieren. Ich nehme den Golem mit raus. Wir nehmen das so. Zack. Jetzt werden wir ihn hier aufwerten. Und dann werden wir die beiden platzieren. Ich glaube, die... Ja. Auf jeden Fall die beiden. Und dann holen wir wieder Worker. Da haben wir noch ein bisschen natürliche Verteidigung und Stichschaden. Unheimlich wichtig. Aber ist schon fett. Das ist schon fett. Oh, 960, Kacke. Ja, weil der wieder gesehen hat, dass die Arkane Verteidigung haben. Und das ist mein Schaden halt. Da müssen auf jeden Fall noch mehr Worker aufbauen. 100 wären schon schön für nächste Runde. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Ah, der eine lebt noch. Sehr gut. Sehr gut. Alles geblockt. So, wir könnten mit Seepferdchen noch gegenheilen. Das ist super. Ja, hier fehlt noch einer. So. Wir holen noch Worker, damit wir noch über die 100 kommen. Das ist wichtig. Wir werden jetzt nochmal so richtig rausknallen. Alles nochmal rausballern. Und dann sparen wir. Ich hoffe, keine Worker mehr. Die 100 habe ich geschafft. Ja, das ist keine Herausforderung. Die Priesterin machen die alle weg. Wir gehen jetzt voll auf Einheiten. Und 1600 geschickt bekommen. Holy shit. Sehr gut. Reichen auch. 100 Worker. So, die werten wir auf jeden Fall auf. Hier wird aufgewertet. Du kannst noch aufgewertet werden. Und jetzt kommen die Tore zum Einsatz. Haben wir noch ein Leech's Bane bekommen? Nö. Okay. Dann kommen jetzt die Tore zum Einsatz. Und die Seepferdchen.
Und dann können wir auf jeden Fall gut standhalten. 1680. Warum liege ich denn so weit zurück? Das verstehe ich nicht. Alles abgewehrt. Schaffe ich nicht. Schade. Okay, wir müssen wesentlich mehr aufbauen. Aber das Team hält zusammen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Tore. Und gehen auf Masse. Richtig fett auf Masse. Jetzt habe ich schon mal 375 mehr. Wir könnten dann eigentlich direkt auf der 21 schon schicken. Bisschen magischer Schaden mit rein. Oh, Alter, dann nehmen wir uns ohne Ende. Bisschen magischer Schaden mit rein, ansonsten Aufprall. Natürlich Verteidigung. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Magischen Schaden hat er gar nicht. Ich glaube, wir warten noch eine Runde. Und gehen auf die nächste. Wir gehen so richtig auf Masse. Aber wir können hier noch ein bisschen aufwerten. 50 Gold. Was soll's. Dann holen wir noch einen. Was hat der Ogre für Verteidigung? Verstärkte. Das Fett. Die brauche ich, die Zentaur. Ich muss ganz viele Zentaur holen. Aber das ist halt. Ich weiß nicht. So, wir machen so den klassischen erstmal. Erstmal das klassische. So, dann brauche ich viel Aufprallschaden. Die sind da, glaube ich, nicht schlecht. Besser als die. Vermute ich mal. Ja, und davon einfach alles voll. Ein bisschen magischen Schaden könnten wir mit reinknallen. Das heißt, wir noch Bikes mit. 4 Stück. Wir könnten noch eine Yusora bauen. Würde ich noch upgraden? Nee, leider nicht. Dann bauen wir einfach noch einen hin. Ogre mit rein. So. Jetzt 2800. Oh, ein Haufen Hexen. 3380 bekommen. Ah, oh, da übelsten Damage mit den Kanonen. Das ist mega langsam. Oh, sieht schlecht aus für mich. Kraken waren genau richtig gegen mich auf jeden Fall. Ich komme durch, kein Problem. Aber ich halte es auch nicht. Ja. Ich hab ihn noch outstanded auf jeden Fall. Ich habe noch länger gehalten als er. Das ist immer extrem wichtig. So lange wie möglich auszuhalten. Oh, aber die anderen haben relativ früh verkackt. Ich glaube, das wird nichts. Nee, schade. Echt schade. Aber schon krass. So eine starke Priesterin
Ja. Schade, dass es nicht besser funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war's erstmal für heute mit einer weiteren Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier habe ich mit Amon Lukas zusammengespielt. Bis dahin, entspannter Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.